Bei dem bestimmten Integral berechnet man meistens eine Fläche, und zwar oft eine Fläche zwischen zwei Grenzen a und b. Das heißt, man möchte letztendlich genau diesen gelb schraffierten Bereich benennen können und dessen Größe angeben. Dazu bedient man sich des Integrals. Und zwar gilt das Integral der Funktion f von x, die hier diesen Rand angibt, den roten, zwischen meiner unteren Grenze a und meiner oberen Grenze b, dx, ist genau diese Fläche. Also h von x, dabei ist a von x anzugeben als Stammfunktion, die ich von dieser Funktion f von x gebildet habe über das Integral an der Stelle b, obere Grenze, minus eingesetzt in die Stammfunktion mein a als untere Grenze. Damit hat man auch einen der Hauptsätze der Integralrechnung. Es gilt nämlich das Integral a, b, f von x, dx ist nichts anderes als groß f von x in den Grenzen a, b. Und wie schon erwähnt, muss man erst die obere Grenze einsetzen und davon die untere abziehen. Die Motivationen dazu gibt es noch viele, kann man alle gerne sich noch im Buch nachlesen. Das ist ausführlich beschrieben, warum das genau so ist. Was bedeutet das? Wie kann man jetzt zum Beispiel die Fläche unter einer speziellen Funktion angeben? Wenn wir zum Beispiel die Funktion f von x gleich x hoch 3 haben, wie sieht das aus? Das ist ja so eine Funktion, mal ganz schnell nur ein kurzes Bild. Die kommt von unten, geht durch 0, geht nach oben hoch. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel in diesem Bereich 0 bis 1 die Fläche haben wollen, dann müssten wir das Integral von 0 bis 1 über x hoch 3 dx berechnen. Mit unseren Formeln aus dem ersten Video kämen wir für die Stammfunktion auf 1/4 x hoch 4. Sie können das auch gerne nochmal nachvollziehen, indem Sie einfach 1/4 x hoch 4 ableiten. Zwischen 0 und 1. Das heißt, wir setzen jetzt für x erst einmal die 1 ein. Dann haben wir 1/4 mal 1 hoch 4 minus 1/4 mal 0 hoch 4. Und das ist 1/4. Das heißt, dieser Flächeninhalt sind 0,25 Flächeneinheiten. Aufpassen muss man ein klein wenig, wenn man tatsächlich jetzt nicht nur ein Integral berechnen möchte zwischen zwei Punkten, sondern wirklich eine Fläche berechnen möchte. Es gibt nämlich ein Problem mit Funktionen, die Nullstellen in dem Bereich AB haben. Das heißt also, mal angenommen, die Funktion sieht so aus. Und Sie wollen die Fläche haben, die von A und vielleicht B eingeschlossen wird. Dann muss man aufpassen, warum, wieso, weshalb, warum. Der Flächeninhalt dieses Stückchens ist ja positiv und der Flächeninhalt dieses Stückchens ist negativ. Und wenn man das Integral von a bis b ausrechnet, dann rechnet der direkt die Differenz aus. Das heißt also nicht die eine Flächenstück plus das andere Flächenstück. Das können wir direkt an unserem Beispiel x hoch 3 wieder festmachen. Denn wenn wir jetzt hier nochmal dieses Bild nehmen
und jetzt nicht von 0 bis 1 das Ganze hier machen, sondern vielleicht von minus 1 bis 1, dann würden wir ja hier ohne irgendetwas zu tun von minus 1 bis 1 gehen. X hoch 3 dx ist 1 Viertel x hoch 4 nach wie vor die Stammfunktion. Von minus 1 bis 1. Und wenn Sie das jetzt einsetzen, dann kriegen Sie 1 Viertel. 1 hoch 4 ist 1 minus 1 Viertel minus 1 hoch 4 ist auch 1 und das ist 0. Aber die Fläche ist doch gar nicht 0. Naja, ist sie doch, weil sie ja eben sich gerade Plus und Minus genau aufhebt, denn die Funktion x hoch 3 ist ja symmetrisch. Also da sehen wir schon mal diesen Effekt des Aufhebens. Wenn man wirklich den Flächeninhalt rausbekommen möchte, also hier, das ist ja symmetrisch, das wäre dann die ganze Geschichte mal 2. Dann müsste man 2 Integrale daraus machen. Wir müssten einmal, also wenn wir hier die Fläche behaben wollen, ax von minus 1 bis 1 über x hoch 3 dx, dann müssen wir das Integral teilen, und zwar einmal von minus 1 bis 0 und dann noch den zweiten Teil dazu rechnen von 0 bis 1. Und dann muss man natürlich auch noch aufpassen, ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, das gibt eine negative Fläche, das gibt eine positive Fläche. Am besten, man setzt diese ganzen Flächen in Betragsstriche, dann haben wir nur noch positive Flächenstücke. Damit haben wir auch noch ein kleines Sätzchen sozusagen gesehen, eine Eigenschaft von Integralen. Und zwar, wenn ich ein Integral habe von a bis b und ein Integral, das geht von b bis c, ohne Betragsstriche oder irgendetwas dazwischen, sondern einfach nur die Funktionen betrachtet, dann kann ich auch genauso gut das Integral von a bis c ausrechnen. Und wir haben eben auch gesehen, okay, ich muss, wenn ich bestimmte Grenzen habe, kann man hier oben sehen, dann rechne ich f von b minus f von a. Aus dem folgt direkt, dass das Integral ab f von x dx gleich dem Integral von b bis a f von x dx ist, allerdings mit dem umgekehrten Vorzeichen. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit, auch wichtig, das Integral über einen Punkt, also von a bis a, f von x dx ist hiernach natürlich nichts anderes als groß f von x groß f von a minus groß f von a, also 0. Das heißt, das Integral über einen Punkt hat keine Fläche. Dann gibt es noch eine kleine Regel, die man immer ganz gut benutzen kann. Das Integral ab, das gilt auch für unbestimmte Integrale, wobei f von x mit einer Konstanten multipliziert wird, ist genau das gleiche wie c mal ab f von x dx. Das kann man sich auch sehr schön mit Flächen klar machen. Nehmen wir einen Faktor da rein, dann wird die Fläche halt genau um diesen Faktor größer. Und dann kann man natürlich auch noch ähnliche Regeln wie bei der beim Differenzieren anwenden, die Umkehrung der Summenregel. Wenn wir also ein Integral ab f von x haben, dx und ein Integral, bitte aufpassen, dass es die gleichen Grenzen sind, g von x dx, dann kann ich die beiden auch zusammennehmen und integrieren. Meistens wird die Regel eher in die andere Richtung angewendet. Das heißt, wenn wir eine Summe integrieren wollen, integrieren wir jeweils die Funktionen einzeln. So.
So, das sind erstmal die wichtigsten Integrale. Im Videobeispiele werde ich Ihnen dann noch ein paar dann der Art vorrechnen.